Hallo und herzlich willkommen zum 9. App Review. Ich zeige euch heute zwei Spiele. Eins heißt Susis. Ich habe es umsonst bekommen, kostet jetzt 1,59. Ich sag jetzt schon mal, oh nein. Ich zeige euch jetzt mal einfach ein Beispiel an dem Level 4. Das ist nämlich einfach, dann kann ich euch das besser zeigen. Es gibt die zwei Button, vorne und zurück. Hier kann man dann springen. Warum das so ein Halbkreis ist, werdet ihr gleich sehen. Ich kann gerade nicht so gut hier spielen, weil ich hinter der Kamera sitze. So. Der Sinn ist sehr einfach zu verstehen. Man muss zum Ziel kommen, versuchen, viele Coins einzusammeln und diesen kleines komische Vieh, was da unter mir ist und schläft, muss ich einsammeln. In dem Fall 3 Stück davon. Und die hängen sich dann hinten an mich dran und sind sozusagen in meinem Team. Dann gibt es von diesem kleinen blauen noch einen rosanen, eine Art Mädchen. Die gibt einem wieder volle Leben. Also sehr gut. Ah, da bin ich jetzt falsch gesprungen. Man kann auf diese Monster drauf springen. Auf jedes Monster eigentlich. Und die Welten haben halt immer ihre eigene Erdanziehungskraft. Da ist diese. Die hat die. Und jetzt habe ich sogar 2 Leben mehr als vorher. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wenn man sowas wie Super Mario oder so mag, dann ist das noch besser. Jetzt bin ich gleich tot. Nee, doch nicht. Hier diese Coins, das interessiert uns jetzt nicht. Diese Coins sind halt irgendwie nicht so wichtig, aber wenn man 100 Coins hat, dann kriegt man so eine Special Attack, dann kann man nicht von den Gegnern getroffen werden. Das hält dann für 20 Sekunden und ich sterbe jetzt mal und zeige euch das. Dann ist Ende und ihr könnt von neu anfangen, aber die Levels bleiben bestehen, ihr müsst nicht komplett von neu anfangen. Es gibt sehr viele Level. Doch nicht. Es gibt 9 Level. Ich glaube, aber da oben geht es noch weiter. Ja, da geht es weiter. Sagen wir mal, es gibt 10 Level. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das heißt 0,03 Sekunden. Da geht es um Reaktionszeit. Ich gehe mal so easy. Und das allererste. Und da steht jetzt Tap Circle when it turns green. Heißt, wenn es grün wird, muss ich den drücken. So schnell wie möglich. Es gibt eine Begrenzung, die steht auf. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gehe mal zum nächsten Level. Hier, und wenn die sich jetzt dahinter treffen, muss ich drücken. Boah, das war ganz schlecht. Weil ich daneben gedrückt habe. Ich versuch's nochmal. Ah. Und dieses Spiel ist echt cool. Kostet nichts. Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ich kann es nicht sehr gut, aber ja, holt euch das einfach mal zum Ausprobieren und ciao.